Hallo Stier und herzlich willkommen zur Monatslegung. Hallo natürlich auch an alle Crosswatcher und an all diejenigen, die den Stier in weiteren Aspekten in sich tragen. Ja, wir schauen gleich in die Energien des Januars rein. Alle Infos zu den Kartendecks und auch weitere Infos zu mir, der Link zu meinem Online-Shop für eine private Legung zum Beispiel, findest du in der Infobox. Einfach auf den Titel klicken, dann klappt die sich auf. Und wie immer gilt natürlich, öffentliche Legungen können mit dir resonieren, müssen das aber nicht. Wenn es dich überhaupt nicht trifft, dann ist es einfach nicht deine Legung. Nimm's so an oder schau Ende des Monats nochmal vorbei. Okay, lieber Stier, wir schauen als allererstes auf Herausforderungen, Widrigkeiten, die sich dir im Januar entgegenstellen könnten. Was kriegen wir denn hier vom Universum? Was könnte eine Herausforderung sein für den Stier im Januar? Liebes Universum, der Turm. Vielleicht ein kleiner Turmmoment. Der Turm per se ist natürlich auch eine Aussichtsplattform, wo man sich das Gesamtbild angucken kann. Der Turm ist aber auch ein Hinweis auf Selbstfindung, vielleicht sogar Herzmauern oder auch Hindernisse in Sachen Selbstständigkeit. Wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Ja, neue Informationen, die reinkommen, könnten ein Hindernis darstellen. Die Prinzessin der Schwerter ist ja im Klassischen der Page der Schwerter. Hier liegt irgendwie Klärungsbedarf, ne? Ist auch so die Energie vom mentalen Risikoträger, aber auch eine starke Einsicht, die der ein oder andere Stier hier potenziell im Januar gewinnt, tätigt. Grundsätzlich liegt hier auch etwas Verborgenes drin, was aufgedeckt wird. Und letztendlich auch dafür sorgt, dass du so ein bisschen innovativer vorwärts gehst. Ne? Also hier gibt es irgendwelche wichtigen, unerwarteten Neuigkeiten, die aber auch eine sehr unruhige Energie mit sich bringen. Und ja, vielleicht so ein bisschen dein Denken, Handeln, Fühlen auch beeinflussen könnten. Ja, irgendwas wird entdeckt, irgendwas kommt ans Tageslicht. Vielleicht hast du auch gerade schon so eine wuhlige Energie in dir. Das könnte eine Bewandtnis sein bezüglich einer Person, bezüglich dir selbst. Ja, Selbsterkenntnisse könnten hier auch eine wichtige Rolle spielen. Das stellt sich aber auch so ein bisschen als Herausforderung dar, jetzt im Januar da hinter die Fassade so ein bisschen zu blicken. Entweder hinter deine eigene Fassade oder hinter die Fassade einer anderen Person. Da kann ich dir aber jetzt schon sagen, es wird sich aufdecken. Weil wie gesagt, es gibt Neuigkeiten, die Licht ins Dunkel bringen. Okay? Wir schauen auf das Thema Erfolgsmomente oder Erfolg per se, Errungenschaften für den ein oder anderen Stier hier im Januar. Was kriegen wir denn da zum Thema Erfolg, Errungenschaften? Etwas Positives. Na, die wollte nicht so ganz. Liebes Universum. Die Schlange. Und die Schlange legt sich hier auf den Reiter. Ja, gefühlt wird dein Pferd hier so ein bisschen von der Schlange gebissen und gelähmt. Heißt für mich aber auch dennoch, hier wird geheilt und du kommst vorwärts. Weil wie gesagt, ne, Schlange auf Reiter, da ist eine kleine Verwicklung. Du löst eine Komplikation. Eine Komplikation wird gelöst, genau. Du machst dein Pferd wieder gangbar. Und da haben sich die Zehen der Kelche umgedreht. Ja, die Zehen der Kelche auf dem Kopf können natürlich diese Komplikation sein. Reibung, Disharmonie in Beziehungen, in Verbindungen. Ganz gleich welcher Natur, egal ob freundschaftlich, familiär, liebestechnisch. Irgendeine Komplikation wird gelöst und du kommst vorwärts. Das Ding ist, mit den Zehen der Kelchen auf dem Kopf, war da vielleicht vorher der Versuch, Harmonie um jeden Preis herzustellen. Ja, aufgrund vielleicht auch von Falschheit, irgendeine falsche Person, eine Person, die sich nicht korrekt dir gegenüber verhalten hat und du hast versucht, ja, gerade als Stier bist du ja auch ein sehr geselliger Mensch,
Du hast versucht, der Verbindung zur Liebe vielleicht sogar zum eigenen Nachteil hier etwas zu kitten. Jetzt sieht es aber so aus, als wenn der Befreiungsschlag kommt. Das kann durchaus auch hier, ne, das gemeinsam miteinander zu tun haben, dass das, was ins Tageslicht kommt, letztendlich die Befreiung ist, was du löst. Ja, ein Klotz am Bein. Etwas, was dich blockiert hat, eine Belastung, die du hattest und die hat dich nicht vorwärts kommen lassen. Weil der Reiter, der möchte schnell loskommen, der möchte dynamisch sein, du möchtest weiterkommen. Du hast keine Zeit für irgendwelche Banalitäten. Ja, mir kommt das vor, als wenn das was ganz Banales ist, aber du hast versucht, das dennoch irgendwie zu kitten. Hat nicht funktioniert und jetzt reißt du dich davon los und heilst, kommst wieder vorwärts, schnell vorwärts, weil du hast hier eine Mission, du möchtest weiterkommen. Ja, das heißt, möglicherweise ist das größte Hindernis letztendlich auch dafür verantwortlich, dass du ja die größte Errungenschaft mit erlebst, ja, jetzt im Januar. Wir schauen auf das Thema Liebe, Beziehungen, Gefühle, ja, gucken, was wir da bekommen. Und wie sieht es denn da aus? Liebes Universum beim Stier im Januar. Liebe, Gefühle, Beziehungen. Da haben wir die Zeit. Die Zeit fällt momentan sehr, sehr oft raus. Schon bei vielen Sternzeichen. Und wir haben die Störche, eine positive Veränderung. Ja, vielleicht geht es auch um eine Reise. Ja, Urlaubsreise könnte zum Beispiel eine Bewandtnis haben. Wir gucken mal, was wir vom Tarot bekommen. Die zwei der Kelche. Ja, die Zeit ist reif für Verbundenheit, für eine harmonische Beziehung. Die Zeit ist auch reif, jetzt die Gefühle zu klären. Das heißt, hier findet eine Festigung statt. Und ja, was gibt es Schöneres, als sich zu prüfen, wie zum Beispiel in einem gemeinsamen Urlaub. Wenn man so 24 Stunden am Tag aufeinander hockt, da trennt sich ja doch sehr oft die Spreu vom Weizen, ja. Das muss jetzt kein Riesenurlaub sein, das kann auch ein Wochenendausflug sein. Oder, ich weiß nicht, das erste Mal übernachten, ja, gemeinsam so 24 Stunden miteinander verbringen, könnte auch durchaus eine Bewandtnis sein, was schon für viele Paare auch eine Herausforderung darstellt. Weil auch als Stier bist du ja, du bist zwar ein sehr geselliger Mensch und du beschützt auch die Menschen und sorgst dich um die Menschen um dich herum, die in deinem Kreis drin sind. Aber wenn da erstmal jemand rein möchte, wird es schwierig für die andere Person. Ja, wie gesagt, das ist allgemein betrachtet. Es kommt auch die weiteren Aspekte an, die du in dir trägst. Grundsätzlich mit den Zweier Kelchen wird ja ein Bündnis geschlossen. Ja, ein Vertrag heißt für mich, entweder eine Beziehung geht jetzt in eine nächste Stufe hinüber oder es wird hier ja eine neue, es erwacht eine neue Liebe, ja, dass du jemanden kennenlernst. Die Zeit ist jetzt reif, wie gesagt, für eine positive Veränderung in Sachen Beziehungen. Und Freundschaften, auf jeden Fall findet hier eine Vereinigung statt. Hier ist Anziehung deinerseits und das sorgt natürlich dafür, dass zwei Menschen sich anziehen und etwas gefestigter wird. Zwei der Kelche ist natürlich auch eine Karte, die schon für, ja, vielleicht auch Gefühlserklärung steht, ja, Liebeserklärung, Liebe, erfüllende Liebe, auf jeden Fall emotionale Erfüllung hier. Ja, auch hier die 10 der Münzen, ne, volle Fülle. Und das kann wirklich sein, dass hier ein Wunsch in Partnerschaften in Erfüllung geht, verwirklicht wird, weil hier ist die Verwirklichung drin. Hier ist der Überfluss drin, hier zeigt sich auch eine stabile Verbindung und das kann natürlich so da sein, dass ihr jetzt hier wirklich in den Urlaub geht oder ja, zusammenzieht, kommt mir auch gerade rein, umzieht oder der eine zieht zum anderen. Ja, irgendwie sowas könnte da auch eine Bewandtnis haben, dass das jetzt in die Verwirklichung gebracht wird. Das heißt noch nicht per se, dass unbedingt im Januar jetzt das passiert, aber dass halt, ja, dass jetzt die Gewissheit da ist, es geht los, weil alles um außen geregelt ist. Vielleicht jobtechnisch muss natürlich einiges geregelt werden, wenn dein Betrieb zum Beispiel mehrere Standorte hat, ne, und du in der Lage bist oder das Gegenüber in der Lage ist, je nachdem wie es ist, ja, zum anderen zu ziehen. Ja, ganz gleich in welche Konstellation, dann ist da auf jeden Fall alles in trockenen Tüchern, im sicheren Hafen, ja, sodass jetzt wirklich hier die Verwirklichung angegangen werden kann. Das ist das, wo erkannt wird, ja, wir sind soweit. Ganz gleich, worum es geht,
Ja, ob es um sowas geht wie zusammenziehen oder der eine zieht zum anderen oder halt ein gemeinsamer Kurztrip oder auch Langtrip, whatever. Absolute Stabilität hier, Gefühlshoch und Verwirklichung in Sachen Beziehungen. Und wir haben noch die Prinzessin der Münzen. Das ist ja im Klassischen der Bube der Münzen. Und der steht halt auch für, ja, fürs Pläne verwirklichen. In Sachen Beziehungen werden jetzt Pläne verwirklicht. Also da alles positiv, lieber Stier. Sehr schön. Und damit schauen wir jetzt auf das Thema Finanzen und Beruf. Was gibt's denn hier, liebes Universum, für den Stier in Sachen Finanzen und Beruf? Aber es passt auch, ne? Weil hier diese Stabilität drin ist, merke ich gerade wirklich, du willst hier keinen Klotz am Bein haben. Du hast einfach keine Energie, dich hier um irgendjemanden zu kümmern. Ich habe das Gefühl, als wenn du so ein Mensch in der Opferrolle drin ist, ne? Mimimi. Du hast keinen Bock für Mimimi-Energie. Kann ich auch durchaus verstehen, weil du willst dich selber verwirklichen. In Sachen Beruf Finanzen haben wir hier Offenbarung drin, beziehungsweise auch die Öffentlichkeit drin, ja. Vielleicht geht es auch um einen öffentlichen Job, öffentliches Auftreten hier im Januar. Social Media könnte eine Rolle spielen und hier transformiert sich etwas, du lässt etwas los. Oh Gott, ich habe gerade so ein bisschen Schluck auf hier. Der Mond. Ja, der Park im Punkto Offenbarung, es steht ja auch dafür, dass etwas ans Tageslicht kommt in dir, ja, steht für dein Unterbewusstsein, kann natürlich auch gepaart mit dem Mond tatsächlich auch für deine eigenen Ängste stehen, die du realisierst, aufgrund natürlich von Wünschen, Träumen, Sehnsucht, die du hier hast, ja, und es ist auch in gewisser Weise ein bisschen eine Reise durch deine Schatten. Wenn du etwas für dich öffentlich machst, für dich offenbarst, wird es ja quasi auch zur Gesetzgebung. Das ist wie wenn sich jemand eingesteht, ja, ich will das oder ich bin dafür geschaffen, etwas zu machen. Wenn man sich dem bewusst wird, kann es natürlich auch erstmal beängstigend sein, weil man möchte es dann ja auch erfüllen. Und der Mond ist ja auch wirklich ja, das Künstlerische, manchmal auch ein bisschen das Naive, aber auch die Vollendung. Was ist Schein, was ist Sein? Also ich habe schon das Gefühl, dass hier irgendwas Berufliches, Finanzielles sich verändern möchte. Deswegen ja auch die Ablösung. Und es hat was mit deinen Sehnsüchten zu tun, aber triggert auch gleichzeitig deine Ängste. Ja, hier ist ein solider Neuanfang gekennzeichnet. Etwas, was sehr großes Erfolgspotenzial hat, was dir materielle Fülle, Glück und Zufriedenheit bringt und Grundlagen schafft für deine Traum- und Wunscherfüllung. Das heißt aber auch, achte darauf, wirklich geerdet zu bleiben bei dem, was du machen möchtest. Und da ist es wichtig, natürlich aus der Luft herauszukommen, aus dem Mond auch herauszukommen und in die Erde, den Samen in die Erde zu bringen. Das ist Arbeit. Ja, aber da geistert etwas in dir, was jetzt im Januar sich manifestieren könnte. Und dafür auch sorgt, dass du deine Energie manifestierst auf diese Angelegenheit. Der Prinz der Stäbe, ja. Ritter der Stäbe ist natürlich auch schon ein Wechsel, der stattfindet. Es ist die Luft des Feuers. Ne? Ich sagte ja schon, aus der Luft rauskommen. Aber hier ist halt die Luft des Feuers da. Hier wird was angefeuert, angeheizt. Hier ist Begeisterung angezeigt mit dem Prinz der Stäbe. Spontanität, sehr inspiriertes Handeln und auch so ein bisschen das Streben nach Abenteuer. Aber wie gesagt, auch gleichzeitig mit diesem Anfang von etwas, und das ist ja erstmal so dieses, ich habe da eine Idee, ich habe da einen Gedanken, ich habe da in mir eine Wahrheit, natürlich auch eben ein Prozess, der gleichzeitig in Gang gesetzt wird. Wo halt wirklich geguckt wird, Schein und Sein.
Ist das Realität oder schaffe ich da eine Illusion? Ja. Aber du fängst hier auf jeden Fall irgendwas an. Also scheint es hier nicht wirklich eine Illusion für dich zu sein und nicht einfach nur eine Scheingeschichte zu sein, sondern wirklich, ja, ein Traum zu sein, den du hast. Und auch hier haben wir wieder das Thema Kreativität drin. Ja, vielleicht ist Kreativität etwas, was dich antreibt. Vielleicht möchtest du irgendwas Kreatives machen, was Erfolgspotenzial hat. Und das wird dir jetzt bewusst, dass du das umsetzen möchtest. Vielleicht mit der Öffentlichkeit. Und wenn wir natürlich wissen, Öffentlichkeit, Social Media, falls das eine Thematik bei dir sein kann, ist natürlich ein Faktor, der in der heutigen Zeit einfach genutzt werden sollte. Ja, also wenn du irgendwas Kreatives machst, ganz gleich, worum das geht, oder etwas Kreatives machen möchtest und du denkst darüber nach, das öffentlich zu machen, dann mach es. Ja, feel free, probier dich aus und vor allen Dingen findet dann ja auch letztendlich eine Festigung dessen statt. Ist das wirklich das, was du machen willst? Ne? Weil der Mond ja auch für die Gratwanderung steht. Probier es. Mehr als deinen Impulsen folgen kannst du nicht. Und wenn du hier wirklich begeistert bist, dann nutze diese Begeisterung, um dein Anliegen, weil es ist auch die Treue zu deinem Anliegen, nutze diese Begeisterung, um diesem Anliegen treu zu bleiben. Okay. Als letztes gibt es noch einen Tipp vom Universum, was du auf jeden Fall tun solltest im Januar und was nicht. Wir gucken mal rein. Ob du das annimmst, ist komplett dir überlassen. Wir schauen mal, was kriegen wir denn als Tipp? Was solltest du auf jeden Fall tun? Ja, die 9 der Stäbe, deine Kräfte sammeln, ja, dir deine Möglichkeiten eingestehen, Ängste abbauen und vor allen Dingen auch so diesen Schubs, den du gefühlt so ein bisschen in die richtige Richtung bekommst, nutzen, für dich nutzen, um schneller ans Ziel zu kommen. Du hast hier schon eine schnelle Energie beim Thema Loseisen, aufgrund der Tatsache, weil du keine Zeit mehr hast, keine Energie mehr hast, hier irgendwem zu schmeicheln, in der Hoffnung, dort keinen Konflikt aufkeimen zu lassen, aber letztendlich ist der Konflikt ja eh da. Ja, manchmal, so blöd es klingt, muss man einfach jemanden fallen lassen, der es nicht schafft, sich selbst aufzuraffen. Dieser Mensch, das ist so ein bisschen Energievampir-Energie, hat dich davon abgehalten, deine Ziele zu verwirklichen und ja, in Harmonie leben zu können. Und auch das ist 2024 ein ganz großes Thema. Dualität, Karma, das, was du raussendest, bekommst du zurück. Und wenn du dich immer um jemanden kümmerst, der es nicht schafft, sich seine eigene Karma-Schleife aufzulösen, dann bürdest du dir natürlich das Karma dieser anderen Person auf. Und gerade im Sonnenjahr 2024 und im Jahr der Dualität geht es darum, dass du jetzt die Dinge anziehst, die für dich bestimmt sind. Ja? Und deswegen hier nochmal schauen auch auf die Vergangenheit. Auch das ist ein Thema mit den 9 der Stäben. Aber letztendlich Kräfte sammeln, dich wieder konzentrieren, deine Möglichkeiten angucken und dementsprechend natürlich auch mit Anstrengung, gar keine Frage, deinem Ziel entgegengehen. Okay, und was sollte der Stier auf jeden Fall nicht tun im Januar? Was sollte der Stier nicht tun? Da haben wir den Tod. Transformation loslassen, per se natürlich, aber wir nehmen da den negativen Aspekt. Bleibe nicht in alten Mustern stecken, ja, widerstrebe nicht der Veränderung. Widerstand, ja, Angst vor Veränderung haben, habe keine Angst davor. Erlaube dir nicht, in die Hoffnungslosigkeit reinzugehen, obwohl ich das hier nicht so wirklich wahrnehme. Aber wie gesagt, wir haben hier halt noch dieses Loslösen drin. Weil wie gesagt, das ist ja letztendlich auch das, was passieren möchte. Aber was solltest du nicht tun? Mit der Todeskarte sind hier ja, diese Selbstzerstörung oder diese zerstörerischen Kräfte über dich bestimmen lassen. Weil das ist ja hier wirklich so dieses Thema Selbstfindung, Selbstloseisen, selbstständig wieder sein, um halt eine Verbindung potenziell hier zu lösen. Und wenn man diese Verbindung weiterhält und versucht hier, ja,
eine Konfliktvermeidung zu betreiben zum eigenen Nachteil, dann ist es Zerstörung. Dann sind es zerstörerische Kräfte und da ist es wirklich wichtig, loszulassen. Okay, lieber Stier, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren. Wünsche an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen im nächsten Jahr wiedersehe. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin alles Liebe euch.